lernt man schon wieder. Schönes Sportfest wieder auch von DuckTix selbst. Double Kill für DuckTix mit der AWP. Was für ein Flick da von DuckTix. Super gespielt hier von DuckTix und absolut geil geklatscht hier von DuckTix. DuckTix aber mit der Close Position mit der auch der Spraydown für DuckTix. Die Invasion Happy. Da kann DuckTix hier sich den Double Kill holen. Hat hier noch die Augen auf seiner Seite, holt sich den Beta raus. Und ja, DuckTix, schöner Wallbang dagegen, Basio, ich hab's gerade noch gesehen. Und er tatsächlich den zweiten, was ist denn mit DuckTix los? Double AWP-Kill. Oh, DuckTix, was für ein Triple Spraydown gegen Izor und Elster. DuckTix jetzt hier nur raus, dem können Double Kill dafür DuckTix. Auf dem B-Spot alleine sieht hier den ersten, kann da tatsächlich Morphin raus, die Bombe ist somit gedroppt, die Bombe kann jetzt auf Zeit gespielt werden und nicht mehr geplantet werden und DuckTix wieder mal der Double Kill, schöner B-Hold von DuckTix. Eis kann da die Bombe auch schon rausnehmen. Geht hier wieder defensiv, nimmt sich den nächsten davor. Was für ein Positioning hier von Eis. DuckTix mit einem Follow-up gegen Yannick und ein Triple Kill da für Eis. Eis hat hier einen Shot abgegeben und ist somit jetzt bekannt. Hätte bei seiner Position bleiben können. Schöner Kette hier. Was für ein Triple Kill von Eis. Dafür Eis hier versucht es hier. Mit so einer Flash und die Flash ist absolut Premium, kann da zwei rausnehmen. Beto konnte sogar noch hier in die Defensive gehen und da entkommen. Double, Triple Kill für Ice. Und da Ice hier kann Stoner schon mal rausnehmen. Follow-up hier direkt auch noch gegen Styles. Double Kill da für Ice und der Triple Kill für Ice auf Outside. Ice hier noch mit dem Crossfire. Schön den ersten rausgenommen gegen den zweiten. Amo nimmt sich da tatsächlich Flash noch raus. Und somit ein Spieler auf Short noch bekannt. Triple Kill da für Ice. Ice, was für ein Double Kill von Ice jetzt hier. Durch die Smoke Mauer und Farm ist da rausgezogen. Da kommt der Default-Mitte-Push. Wird auf jeden Fall erwartet. Direkt hier Double Nate und Tequila. Der Triple Nate Kill. Und der Double Nate Kill von Catfish. Was ist das denn? 5 Nate Kills im Killfeed. Der Hit, du hast ihn doch gehittet. Du hast ihn doch gehittet. Warum machst du denn nichts? Tequila, schieß weiter. Bitte tu das nicht. Schieß. Nein, der hat defused. Der zieht durch. 10 Sekunden defused. Tequila, was hast du denn da gemacht? Warum? Wieso? Weshalb? Man hat ihn. Du hast nur noch gehittet. Ich glaub es nicht. Zwei Spieler in Apps. Hätte auch einfach weiterschießen können. Tequila, der Double Kill in der Smoke. Ruft dann ihm tatsächlich vorbei. Ich weiß nicht, was macht Tequila denn für Sachen? Unfassbar, was hat Tequila denn da gemacht? Der Ding gegen DuckTix da. Und die Double Nate von Tequila gegen Fabian Sebastian. Und der Triple Kill hinterher. Tequila nimmt sich Beta daraus. Flacker ist jetzt hier die letzte Hoffnung für Rebound. Holt sich jetzt zwei raus. Weiß auf jeden Fall über den dritten Bescheid gegen Janik. Der Triple Kill dafür Flacker. Flash über die Kante und damit. Und damit den Boost spielen. Können wir beide rausnehmen können hier von Flacker. Schön gegen Freddy und Toxic gespielt. Von Ammo nicht erwartet. Flacker hier, was für ein Double Kill von Flacker gegen Berger und Bilex und holt tatsächlich noch die AWP damit raus. Wieder mal der Triple Kill. AWP Mist, somit ist jetzt aber die Composition bekannt. Martiras hier mit der Nate und Flacker mit dem Tod.
Oh, was? Hat es tatsächlich überlebt? Der Nate hat 3 HP überlebt. Plucker, der Double Kill gegen Matiras und Stoner. Plucker, sein Moment. Hat den Zoom gehört. Da sieht man, hört man nochmal, wie die Bombe angetappt wird. Und da geht es durch und holt sich tatsächlich hier nochmal den letzten Kill. Und tatsächlich, Plucker, absolut grandios gespielt. Drei neue Spielspieler rausgezogen und damit auf jeden Fall den großen Teil der Runde gemacht. Plucker, was soll das denn bitte? Piekt hier und exekutiert komplett Bau darauf. Hier. Und der hätte da rausgenommen. Plucker hier, Double Spraydown. Und jetzt noch der Triple Kill gegen Happy hinterher. 3 Kills hier für Plucker. Quad Kill für Plucker und Eis schon da für den Support. Da kann Plucker schon mal schön in die Smoke rein free firen. Nimmt da auf jeden Fall schon mal Styles raus. Geht direkt hier zurück ins Passive, holt sich hier den nächsten gegen Stoner, bleibt hier auf der AWP, der Plant wird aufgeholt, wechselt zu Deagle, kann da Plucker nochmal Mertius rausnehmen, super stark gespielt von Plucker. Energy nach dem nächsten hier auch noch direkt hier hinterher gegen Opgano und der Triple Kill für Energy. Und Energy hier schöner erster Kill. Sieht hier den zweiten, sollte auf jeden Fall auf keinen Fall die Politik gehen, aber trotzdem macht er das Ding tatsächlich. Was für den Triple Kill von Energy. Opgano hier kann man rausnehmen. Und Energy, was war das denn bitte von Energy? Der Double Kill mit einem Schuss. Wir haben Energy mit der Portal-Position, kann hier beide rausnehmen. Tatsächlich spottet hier, weiß man jetzt Bescheid. Und der Triple Kill für Energy, starker B-Hold. Energy geht hier mit dem Peak gegen Stacky mit, holt sich auch hier den ersten. Geht hier passiv, nimmt sich tatsächlich dann noch den zweiten mit raus und rennt tatsächlich in den Molly rein. Beide Second mitgefallen. Wieso versucht man es denn noch mal zurück durch den brennenden Molly?